Und damit herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale Barcelona gegen die 31er Segelohren. Barcelona in den roten Trikots. Und die Segelohren in den schwarzen. Wer zieht noch ins Finale ein nach Gremio Porto Alegre, dem Favoriten, mit 8:5 gegen Pittsburgh durchgesetzt? Und wer muss sich mit dem Spiel um Platz 3 begnügen? Das alles kriegen wir jetzt hier im Spiel beantwortet. Heute alles an einem Tag noch, damit das Turnier fertig wird. Es lief heute einigermaßen gut im Vergleich zu der Gruppenphase. Vielleicht werde ich doch nochmal ein Turnier schmeißen. Mal schauen, in den nächsten Wochen. Bin noch am Überlegen. Sapri kommt raus und macht das gut. Immer gut, wenn man noch einen da hinten stehen hat. Und das 1-0 für die Segelohren. So, Asmir Bekovic versucht jetzt hier mal allein was zu schmeißen. Aber der geht hinter das Tor. Und der Ausgleich 1:1. So, die Segelohren gleich im Angriff und die Führung wieder zum 2-1. Eine Minute noch im ersten Drittel Führung für die Segelohren. Die leichter Favorit sind, würde ich jetzt einfach so mal sagen, im Halbfinale. Und das 2-2. Asmir Bekovic regelt das hier alleine für Barcelona. So, da war Asmir ein bisschen zu voreilig, aber jetzt macht er das Tor, 3-2. Führung für Barcelona.
Die Segelohren müssen antworten. Und machen sie auch zum 3-3. Also ein turbulenten bisschen hier, aber ich hoffe, das kriegt sich jetzt ein. 3-3 Spielstand, erstes Drittel gleich beendet. Und gut geklärt von Codian. Und das erste Drittel ist beendet. So. Das zweite Drittel beginnt hier also. 3-3 der Spielstand. Wer zieht ins Finale ein? Und das Tor 4-3. Führung für Segelohren wieder. Wir sehen zwei enge Halbfinalspiele. Und hoffentlich wird das Finale genauso werden. Diese Lecks regen richtig auf. Kein Tor jetzt da in dieser Situation. Jetzt das 5-3 sogar. Musst du gerade unterbrechen. Tut mir leid. Ja, 1:20 noch, dann ist das zweite Drittel beendet. Momentan 2 Tore Führung für die Segelohren. Auf bestem Wege ins Finale einzuziehen. Ja, das wird schwer für die Segelohren, weil sie das Finale erreichen sollten. Da eine Chance gegen Gremio zu haben. Die wirken noch sehr unsicher da. Und jetzt das 6-3. Einer weniger jetzt bei Barcelona. Und trotzdem machen sie das Tor. 4-6. Und jetzt fällt wohl das 7-4, so ist es.
So, ich lasse das Ding jetzt hier locker auslaufen. Denk mal, das ist entschieden. Jetzt, wo das 9-4 auch fällt. Kann ich das Ding auch, denke ich, ganz abbrechen, weil ich so viele Lecks habe. Ich freue mich dann gleich aufs Spiel um Platz 3, werde ich, denke ich, auch kurz aufnehmen. Also, bis dann, ciao.